Dann guten Abend zu unserer Pressekonferenz mit Oliver Glasner. Bevor es gleich die Möglichkeit für Fragen gibt, würde ich dich, Oliver, um ein kurzes Fazit zum Spiel bitten. Ja, Gratulation an Mönchengladbach zum verdienten Sieg heute. Es war einfach so, wir waren heute zu fehleranfällig in beide Richtungen, hinten und Gladbach hat dann unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und vorne hatten wir auch in der Entstehung viele gute Situationen, die wir dann nicht gut und sauber genug zu Ende gespielt haben, oftmals auch etwas zu lang am Ball oder falsche Entscheidungen getroffen und deswegen ja, geht der Sieg heute für Gladbach in Ordnung und, ja, ich bin heute auch enttäuscht über unsere Leistung, weil ich denke, dass wir das besser machen können wie heute und jetzt gilt es auch mal dann abzuschütteln und die Köpfe dann bis Samstag auf Schalke wieder nach oben zu bekommen. Ja, vielen Dank, Oliver. Sollte es jetzt noch Fragen gibt, würde ich gerne um ein Handzeichen bitten. Das kann ich hier nämlich auf dem Rechner sehen. Wenn es Fragen gibt, dann bitte eine kurze Handmeldung. Timo Keller von den Wolfsburger Nachrichten, bitte. Hallo Herr Glasner, Sie haben sich heute für Renato Steffen links hinten entschieden. Könnten Sie die Entscheidung kurz erklären, was dafür gesprochen hat? Ja, Jérôme Roussillon hat seit Wochen schon Probleme mit seiner Muskulatur. Immer wieder mussten wir ihn vom Training rausnehmen und er war einfach nicht in der Lage, auch aus eigener Aussage, zwei Spiele in diesen drei Tagen zu absolvieren. Und deswegen hat Renato links hinten gespielt. Gibt es noch weitere Fragen? Timo, vielleicht noch eine? Das scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Doch, Timo, bitte. Jetzt nochmal. Dann nochmal dezidiert nachgefragt, was hat für Renato links hinten gesprochen oder nicht für eine andere Variante, die ihr womöglich auch noch gegeben hätte? Yannick Gerhard, Marcel Tisserand? Yannick hatte auch vor der Corona-Pause immer wieder schon auch ausgeholfen hinten und ich denke, ja, das war halt die Entscheidung, die wir getroffen haben im Vorfeld. Und ich denke, die war aber heute nicht kriegsentscheidend, sondern Renato hat das ordentlich gemacht. Und aber wie gesagt, als Mannschaft waren wir heute sicherlich nicht auf dem Level, den du benötigst, um hier in Gladbach zu gewinnen. Das müssen wir einfach so akzeptieren. Und deswegen waren wir enttäuscht, aber auch mit einer verdienten Niederlage nach Hause. So, dann scheint es keine weiteren Fragen zu geben. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und dir, Timo, auch eine gute Rückreise nach Wolfsburg. Dankeschön. Ciao.